PM-Tage finden einmal im Jahr statt und widmen sich immer den wirklich brennendsten, aktuellsten Themen. Denn, wie gesagt, die Disziplin Projektmanagement ist so dynamisch, dass ständig neue Themen dazukommen, die es wert sind zu diskutieren und untereinander auszutauschen. Dieses Thema Projektorganisation wird, wenn Sie die ganzen legalen Themen berücksichtigen, ruckzuck super kompliziert. Wichtig ist bei den PM-Tagen, dass wir ausschließlich hier Entscheider haben. Das heißt, das Ziel der PM-Tage der TIBA ist ein Erfahrungsaustausch auf hohem Niveau zwischen für Projektmanagement und Prozessmanagement verantwortlichen Entscheidern in den Unternehmen. Entscheider sprechen zu Entscheidern. Das ist das Grundprinzip dieser PM-Tage. Das Kapital kann immer nur an einer Stelle sein, nicht an zwei Stellen gleichzeitig. Es ist so trivial. Wenn da ein Boom ist mit unserem Kapital, ist hier eine Flaute. Und wenn es zurückkommt, ist hier ein Boom und da eine Flaute. Und dass man sich auch mal die Zeit nimmt, zu reflektieren, andere Branchen kennenzulernen, zu sehen, wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten. Ich gebe dem Fazit nach Hause, dass Projektmanagement transportiert gehört in die Unternehmen. Dass Projektmanagement ein ganz zentrales Thema ist, was große Projekte, auch Infrastrukturprojekte, zum Erfolg führen kann. Die Vorträge sind gut gemacht, das Netzwerken und das Rahmenprogramm ist hervorragend, also das kann ich nur in den höchsten Tönen loben.